Robert Schomburg berichtet 1838: In der sumpfigen Savanne am Fuße des Mount Roraima findet sich eine Fülle der seltsamsten und interessantesten Pflanzen. Darunter befindet sich eine Utricularia, welche die schönste ihrer Gattung ist. Stuart McPherson schreibt über die Erstbesteigung 1884: Was als Route zum Gipfel des Mount Roraima erschien, lag nun vor ihm Thurn und Perkins. Und nach 10 Wochen anstrengender Reise begannen sie jetzt den letzten Teil des Aufstiegs auf diesen riesigen Berg. Noch immer war nicht klar, ob der Abbruch in der Steilwand zu erklimmen war. Und langsam, aber stetig näherten sie sich dem Land, das, zumindest soweit bekannt ist, zuvor noch nie ein Mensch gesehen hatte. Everard im Thurns Beschreibung des Mount Roraima-Gipfels als ein fremdartiges Land der Albträume zeigt deutlich seine Empfindungen beim ersten Erreichen des Hochplateaus 1884. Auf den Gipfeln vieler Tepuis wurden Täler entdeckt, die mit funkelnden Quarzkristallen bedeckt sind. Eines der größten und spektakulärsten von allen befindet sich hier auf dem Mount Roraima, wo die glitzernden weißen und rosa Bergkristalle eine schmale Schlucht im Norden des Plateaus bedecken. Von den einheimischen Touristenführern wird dieser Ort Valley of the Crystals, das Tal der Kristalle, genannt.
Der am weitesten verbreitete Sonnentau Guyanas ist Drosera roraime, der in so gut wie allen Landschaftstypen des Hochplateaus vorkommt, in denen es genügend Wasser und Sonnenlicht gibt. Heliamphora nutans war die erste Art der Gattung, welche entdeckt wurde. Ihr Lebensraum besteht aus den Gipfeln von Mount Roraima, Kukenan Tepui, Wayasipu Tepui und einer Anzahl extrem kleiner, unbenannter Cerro-Plateaus entlang der Grenzgebiete von Brasilien, Guyana und Venezuela.